Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und heute hätte ich für euch den Ender Future Mod für euch. Mit diesem Mod könnt ihr Werkzeuge einschmelzen. Und es funktioniert so ähnlich wie mit dem Feature, was in der 1.11 zugefügt wurde, wo man dann diese Iron Nuggets rausbekommen hat. Allerdings funktioniert dies, glaube ich, nur mit Eisen oder so. Und jetzt kann man es halt richtig mit allen Materialien machen. Und das will ich euch mal zeigen. Erstmal das Kochrezept. Da brauchen wir diese Pufferblöcke, dann Obsidian und Ender Crystals. Ist nicht ganz günstig hier tatsächlich. Aber ihr könnt ja auch dann, glaube ich, von Extra Utilities 2 Mod die Items, glaube ich, reinschmelzen, habe ich gesehen. Und das kommt natürlich immer so aus. Ne, dann kann man es einfach huge craften und in ihn platzieren. Dann sieht er so aus. Hatte ich hier krasses Interface. Naja. Als Brennmittel. Muss ich kurz mal gucken. Ach genau, könnt ihr Ender Crystals nehmen. Also der Ender Crystal schmilzt an 62 Items. Eine Enderperle könnt ihr nehmen. Da schmilzt 4 Items. Ein Dragon Egg schmilzt 125 Items. Und ein Enderauge schmilzt 14 Items. Und ich würde sagen, wir nehmen so ein Dragon Egg. T-Fit-B. Und dann haben wir jetzt hier so ein Dragon Egg. So. Ah, verdammt. So, ein kurzes Spiel. Hinschmeißen. Was nehmen wir mal? Ich mal so eine Diamantrose. Sie braucht extra Tab hierfür. Ein Jahr Future, ne? Das ist schon die Diamond Nuggets. Einfach reinnehmen und da. So. Können wir hingehen und das beschmeißen. Oder? Können wir die kaputte Hose zum Beispiel halten, ne? Einfach mal durchmessen. Es dauert allerdings ein paar Sachen. Es dauert viel länger als normal. Aber wir können dann das hier verwerten. Wir bekommen nicht nur ein Nugget raus, sondern 36. Also ich kann das euch noch ein bisschen weiter noch craften. Genau, dann kommen wir vielleicht zu Diamanten craften. Und jetzt bekommen wir zum Beispiel da 4 Diamanten raus. Die Hose. Das, denke ich, lohnt sich. Ich weiß aber, ob wir auch Kette oder sowas reinschmeißen können, ist interessant. Das sieht auch. Mal gucken, was wir bei Kette rausbekommen. Mal gucken, ob vielleicht auch Leder geht. So, hier die kann ein bisschen anders hier, ne? So. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was bei Kette rauskommt. Ob auch Iron Nuggets rauskommen oder so. Mal sehen. Ja, 40 Iron Nuggets, okay. Wie gesagt, man kann halt die, ne, so halt. Ja, craften, wenn ihr wollt. Mal gucken, wie viel kommen wir da jetzt raus. Ja, 4 Stück mal wieder. Ne, oder mal gucken. Leder. Das. Ne, Leder geht gleich nicht. Ja, okay, hätte ich mir schon gedacht. Auf jeden Fall. Das ist, sag ich mal, was wie Pfeile einschmelzen. Ja, okay, geht auch nicht. Also die Rüstung kann man auf jeden Fall machen. Mal gucken, vielleicht geht auch was wie Eisenschwerter oder so. Das ging schon vorher, ne, mit dem normalen Zeug. Den Iron Nuggets. Gucken wir mal, ob wir Goldsachen durchschmelzen können. Spannend. Okay, 13 Iron Nuggets mal wieder. Gold, weiß ich gar nicht, ob das funktioniert. Okay, geht auch. Und auch so Goldnuggets oder sowas raus. Da gibt es irgendwie Goldnuggets im Inventar. Zum Beispiel. Ich denke, wir gehen Goldnuggets raus, ne? Genau. Mal gucken, ob Stein geht. Mal interessieren, genau, Goldnuggets.
Stein, was habe ich mit der Schaufel? Die wahrscheinlich nicht. Aber die Metall-Sachen, die funktionieren. Ja, so hier. Oh, wahrscheinlich auch. Na, müsste. Genau so ist es. Oder halt hier Eisenrüstung, Goldrüstung, Dioxin und Kettenrüstung. Das funktioniert in dem Fall. Und was hat die anderen Schwerter? Also Eisenschwert funktioniert. Ja. Holzschwert, ich denke, Holzschwert. Wird wohl nicht funktionieren. Das kann man testen. Wenn man zum Beispiel 13 hat, dann geht's raus. Holzschwert. Nope, funktioniert nicht. Ja, das wäre wieder der Mod. Aber wie ich gesehen habe, könnten auch die Items von Extra Utilities 2 hier reinschmelzen. Das wurde jetzt hinzugefügt. In der letzten Version von dem Mod. Und, boah. Das ist ein interessanter Mod, so, ne? Gut, dann bin ich einmal gewesen. Warte mal, für noch die Mod-Vorstellung. Sag ich auf Alter, lass eine Postzierung da. Und tschüss.